Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sinnlos im Wasteland, wieder mit dem Zwiebelpeter und dem Brilli. Moin, moin. Moin. Hallöchen. Und in der letzten Folge haben wir gesagt, wir gehen das Dorf looten und deswegen gehen wir jetzt in das Dorf looten. Wo fangen wir an? Hier. Wollen wir vielleicht zusammenbleiben? Oder? Ja, lass uns mal zusammenbleiben. Das ist kein PUBG, also lieber zusammenbleiben. Und Bäume können wir auch ruhig mitnehmen. Schön mal den Coupé durchsuchen hier. Ja, mach mal Patronenhülsen mitnehmen hier. Hier ist so ein Teil, wie der Zwiebel vorhin meinte, so ein... Was? Hä? Das ist schon weg, mach's gerade weg. Weil wir kriegen davon ja auch Schaden. Ach so, so ein, ich verstehe. Komm, wir gehen mal hier ins Haus. Ich bin hier oben. Ich mach gerade die Tür kaputt, dass wir hier rein können. So viel zum Thema zusammenbleiben. Ja, man muss ja jetzt nicht, wir sind doch zusammen am Haus, Leute, das reicht ja. Kannst du nicht einfach aufmachen? Ah, hier oben ist einer! Ich komm wieder raus. So, warte, ich komm hoch. Warte, vielleicht kommt er hier runtergefallen. Wie ich gerade. Hol den Vorschlaghammer. Sie haben uns ein Zornband geschenkt. Komm, ich will den einmal richtig boxen hier. Geht mal auf Seite da. Lass mich einmal. Hallo, Box. Ja gut. Boom. Weiter. warte mal, wir mal gucken, was macht denn der bitte? Nahkampfschaden 17, das ist aber auch nicht so krass. Alter, das Zeug, ja. Hier diese blauen Säcke, ne? Da ist so Zeug drin, das braucht man, um aus den Holzteilen Steinteile zu machen. Meinst du diese Zementsäcke oder was? Genau. Okay. Also die auch zerlegen. Ja, hier komm mal ums Eck rum, da ist also noch welche. Ja, mach doch mit. Ich bin ja hier schon zu Gange. Was gibt das? Ich auch. Wie lange braucht man denn, um die zu kaputt zu machen? Ja, lange. Sollte man das vielleicht nicht mit einem besseren Werkzeug machen? Ja. Das Messer vielleicht? Nee, ich schaff's mit der Schaufel, da geht's am besten. Mit dem Messer kann ich mir vorstellen, geht's am besten. Really. Was? Scrap Metal. Die Schilder kaputt hauen und Briefkästen und so. Dann macht man sich daraus eine Schmelze und dann kann man da eben Eisensachen draus bauen. Okay, aber jetzt mal ernsthaft, die Dinger hier mit dem Messer würde ich vorschlagen. Da hat keiner eins? Mit der Schaufel geht am besten. Ich glaube so Sachen. Okay, mit dem Speer geht schon mal noch besser. Das jetzt? Pflastersteine. Oh, ich habe eine Hose gefunden. Nice. Ja, Pflastersteine brauchen wir, um aus unseren Holzwänden Steinwände zu machen. Ja. Glaube ich zumindest. Was gibt ein das? Ein Leather Poncho. Zement? Ja, Zement ist auch gut. Braucht man auch. Wir brauchen alles. Wie gesagt, draufklicken und dann auf Rezepte drücken. Dann siehst du, wozu das ist. Guck mal, jetzt bin ich hier so ein Baggy Pants Low-Skill-Rapper. Und diese ganzen Möbel hier, das gibt Stoff. Und mit Stoff kann Vorsicht, man hier ist einer. Lass mich. Guter Schuss. Danke. Boah, nice. Das war gutes Teamwork, ey. Das sah richtig nice aus. Ja. Aber wir können ja jetzt hier nicht alle Sachen auseinandernehmen, oder machen wir das jetzt? Wir können auch einfach hier in das Loch rein und die Etage tiefer gehen. Genau. Warum schwebt denn? Willst du, wenn du mit dem Hammer haust, da überhaupt was raus? Ja. Fünf was denn? Eisen. Okay. So, na dann, runter da. Hier ist ein Bücherregal zum Beispiel. Und da ist drin das Schweigen der Lämmer. Weißt du, lesen. Lieber Überlebende, wenn du diese Notiz gefunden hast, dann weißt du, dass meine Leute und ich das aus der Ferne beobachtet haben. Du schlägst dich ganz gut im Überlebenskampf, aber sehen wir mal, ob du den Test bestehst und vielleicht darfst du dich dann in unserem Clan anschließen. Herausforderung, töte einen Schreier-Zombie. Oh, die sind übel. Schreier-Zombies, Brilli, die machen ihrem Namen alle Ehre und schreien und locken damit dann andere Zombies an. Oh, hier liegt einer. Ich glaube, der ist nicht tot. Also, der ist tot, aber untot. Wo? Da. Boah, der hat mich erwischt. Hinter dir! Ah! Wo kommen die denn her? Aus dem Wandschrank da.
Wack. Boah, ey. Muss mich mal irgendwie healen. Das ist echt krass. Flasche Wasser. Wenn ich die jetzt trinke. Ja. Kann ich die wirklich, kann man die im Fluss wieder komplett auffüllen oder muss man das Wasser erst abkochen oder? Wasser erst abkochen. Ah, erst abkochen. Was? Wieso ist das Handy laut? Hier, die Tür ist verschlossen, soll ich die aufbumseln? Ja, da geht's raus, glaube ich. Ist mir egal. Ich will zerstören! Da ist noch eine Tür hinter? Dann geht's da nicht raus. Die habe ich gerade aufgemacht. Doch, die Tür kannst du da jetzt aufmachen, oder nicht? Nee, ist schon verschlossen. Ach, verschlossen, okay. Jetzt ist er auf. Da liegt einer. Hier. Mal drauf. Alter, wie die einen direkt erwischen, das kann doch nicht sein. Vorsicht, hinter dir. Ich hab da zwei. Ja. Auf Zwiebel, da kommt aus der Tür, der kommt bestimmt gleich raus. Wer ist tot? Ich hab keinen Saft mehr. Ah, Brilli, wir sind uns ein bisschen im Weg gewesen. Ja, und die erwischt mich direkt. Ich bin gleich tot. Du hast mich mit der Keule erwischt, Zwiebel. Entschuldigung. Entschuldigung. Holla, holla, holla. Oh, ich habe 32 9mm Patronen gefunden. Oh, gut. Sehr schön. Jetzt brauchen wir noch eine Waffe dafür und dann sieht es doch schon mal ganz geil aus. Pam, pam, pam. Was fehlt mir denn schon wieder für diesen blöden Steinpfeil? Oh, hier. Federn. Guck mal, was haben wir hier? Auch noch. Ich habe noch mehr Munition gefunden. Nicht schlecht. Aber ich muss irgendwas essen oder so. Oder nutzt, also dieser Verband nutzt er nur was, wenn man blutet, oder macht er, hielt er mich auch? Gute Frage. Ich glaube, der hielt dich auch. Maximale Gesundheit 25, Gesundheit 30. Stopp Blutungen. Vorsicht, ja. Oh, das klingt, Vorsicht. Ja, da kommt einer aus dem Schrank. Das muss ja noch irgendwas anderes geben, womit man sich healen kann, so, oder? Ah, Mist! Hilf mir! Ah, fuck! Bastard! War ich? Ja! Er ist tot. Ja. Mann, Mann, die hauen aber ohne Keule, ey, die Dinger. Wo ist noch einer? Ich höre noch was. Weiß nicht, irgendwo. Im Keller vielleicht. Da ist ein Keller. Ja, unten im Keller. Okay. Ey, jetzt hast du mich aber erschreckt, Brilli. Vor allem lässt du die ganzen Schränke hier unten. Ich will den Laptop. Was willst du mit dem Laptop? Dann lass mal. Wo geht's denn in den Keller? Hier. Alter, hier ist ein riesiger Flachbildschirm, Leute. Gehen wir in den Keller oder nicht? Ah! Scheibenkleister. Was ist los? Ich bin runtergefallen in den Dreckskeller. Oh, fuck. Da war der Fußboden kaputt gegangen. Wo ist hier? Ist der Fußboden im Arsch? Oh. Kommt ihr mit, ey, ey, ey! Seid ihr das? Kommt ihr mit, rüber? Da sind, glaube ich, zwei oder drei unten. Sollen wir runtergehen? Geh mal auf Menes-Seite. Die Seite sieht einfach vom Boden her sicherer aus. Nee, ist genau das Gleiche. Bibel ist schon runtergegangen. Willi, kommst du? Ja. Lauf, da kommt einer aus dem Schrank. Zwiebel zurück, Zwiebel zurück. Wo der seid ihr denn? Er lebt noch. Jetzt ist er tot. Achtung, da kommt einer, Brilli. Push die Treppe durch. Alter. Warte, die kriege ich. Was für Penner. Boah, da ist noch einer. Vorsicht. Weg. Hinter dir. Kacke. Hilfe. Aua. Oh. Hinter dir. Alter, wieso haut der mich? Okay, die Olle, die ist down. So, der ist auch down. Ich bin tot. Nimm den Verband! Nimm den Verband!
Was denn für ein Verband? Du hast einen Verband doch von Anfang an. Den habe ich schon genommen. Hast du keine Stofffetzen gefarmt zum Verband machen? Weiß ich nicht. Aber das ist kein Verband, der healt im Übrigen. Es gibt welche, die healen und der, die man fertigen kann, die healen nicht. Just for your info. Okay. Bleibt ihr kurz da, wo ihr seid. Ich hole nämlich, komme und... Also den wir vor Anfang hatten, der war deutlich besser als das hier. Ja, aber ich bin auch bald voll. Also nach diesem Haus auf jeden Fall. Also wir müssen dann nochmal zurück und wieder hier hin. Ja. Nimm mal hier Glas mit, das ist doch Glas, oder? Verbrochenes Glas. So, wo sind die denn jetzt, die Kunden? Guck mal, Brilli. Was? Guck mal, Brilli. Was? Alter! Wo hast du die denn her? Wo sind sie? Da hinten ist so ein Loch in der Wand. Komm mal mit, da ist noch mehr. Hier ist ein Loch in der Wand, siehst du das? Da gibt's so ein paar Sachen. Ich hab noch nicht alles auseinandergenommen. Hä? Ich will auch... Leere Waffenkiste, leere Aufbewahrungskiste. Natürlich hast du alles schon genommen. Die kommen hier irgendwo, ne? Ja, jetzt kommen sie gleich oben zur Haustür rein und fallen hier runter, genau zu uns. Achtung! Wer schießt denn da? Der Mähne. Der ist kaputt. Ja, ich habe nur noch 7 Schuss, das ist halt echt... Was benutzt sie denn? Was ist das? Der AK-47 ist das. Benutzt 0,62 mm. Mhm. Wo ich seid ihr? Unten im Keller immer noch. Da unten im Keller. Ah, okay. Ist noch ein... Uah! Ist noch ein Raum. Kommst du mal runter? Nicht runter hüpfen, runterkommen. Na gut. Wo ist denn mein Zeug? Über von der Treppe. Oh, shit. Nein, geh nicht da rein. Schieß doch! Ich hab nur noch 7 Schuss. Ja, egal, nutz hierfür! Okay, du machst die Tür auf, ich schieß. Ja. Bibel, geht zur Seite? Ja. Schöne Hattis. Da sind, glaube ich, noch mehr gewesen da drin. So, ich hab mein Stuff erstmal wieder. Sehr gut. Okay, was ist hier? Hier sind noch einige Räume. Da liegt noch Munition. Ja, was aber das ist... Was ist das Zombie! Geht's aus dem Weg, Zwiebel? Ja, der ist hier. Und wenn du reinkommst, rechts. Bist du nicht voll, Zwiebel, mit 100? Hau doch mal drauf da. Tang. Oh, was ist denn hier? 15 Schuss. Alter, ein Waffenschrank. Da brauchen wir... Ja! Da brauchen wir einen Dietrich. Oder sehr viel Zeit. Ja. Oh, ich habe ein Jagdgewehr. Oh, die Werkbank. Ach, die ist dort, schade. Ich dachte, wir hätten erstmal direkt eine Werkbank gefunden. Ja, sollen wir denn die, Eisenstiefel, aha. Sollen wir denn versuchen... Hast du jetzt auch eine Knarre? ...den Schrank auseinanderzunehmen? Ja, ich glaube, das bringt nichts. Mit viel Geduld halt. Ja, aber so viel... Oh, ich habe eine Kettensäge gefunden. Eine Warum Kettensäge? Macht ihr hier nicht weiter? Hier gibt es doch noch einen Haufen Kisten oben auf den Regalen drauf. Ja, ich habe eine Kettensäge gefunden. Ratatatatatata, sag ich gleich nur. Oh, 9 Werkzeug. 9 mm Munition. Patronenhülsen. Ah ne, Schrotflintenmunition. Okay. Hey, was hast du für eine geile Knarre, Zwiebel? Schön die K98. Was hat die für Munition? Was für Muni braucht die? Die braucht 7,62 mm. Ah, ich auch, Mist. Ich hab, warte mal, also wie viel Schuss hast denn du noch? Ich hab nur noch 15 Schuss. Rechtsklick und ziehen. Achso. Halbierste. Hier,
Kannst du haben. Okay. Cool. So. Was machen wir jetzt? Waffenschrank kaputt oder nicht? Ja, das dauert ja 100 Jahre. Das dauert ja ewig, 100 Jahre, ja. Kommen wir später wieder hier hin, wissen wo ist. Lass uns mal das nächste Haus angehen, oder? Sollen wir erstmal zurück erstmal zur Basis zurück. Den ich bin voll. Ihr hört, hier ist noch irgendwo was? Oben. Ich denke oben. Ich denke auch. Sollen wir schnell rausrennen? Moment. Ich will noch die Kohle mitnehmen. Okay, bin hinter euch. Na, hier fällt mal wieder runter. Fuck. Der Küche. Wir kommen hier nicht raus. Muss so rüberspringen. Nee, kommt man nicht raus, Mist. Doch, ich bin raus. Kann einer von euch vielleicht Holzdingsbums bauen? Holz. Muss rüberspringen. Holz was? Spring doch rüber. Zurück bin ich. So, dann gehen wir erstmal wieder zurück. So, wartet mal bitte ganz kurz. Ganz kurz. Ich fertige warten kurz mein. Gerade. Nee, ich fertige nur mein blödes Lagerfeuer. Damit ich nämlich die Quest fertig habe, okay? Warum muss man das jetzt hier machen, wo die Zombies sind? Ja, naja, klar. So. Hopp. Na dann, ab zurück. Reise zur Siedlung, genau. Oh, hier ist Eisen. Unter solchen Eisenvorkommen sind dann immer Eisenadern. Okay. Braucht man dann aber auch Geduld oder eine Spitzhacke. Und wir brauchen... Kommen also ihr? Wir könnten ja vielleicht mal gucken, ob wir nicht bald ein Dings finden, wa? Zwiebel heimert ja auf dem Eisen rum. Ja, dann könnten wir uns ja mal Eisensachen bauen. Ja, bei unserer Basis ist auch Eisen, direkt um die Ecke. Komm, dann lass das mal zurück zur Basis, bevor wir hier noch überrascht werden vom nächsten Bär oder sowas. Okay. Ist halt super verlockend. Ja, sowieso. Alles mitzunehmen, aber. April hat schon wieder Phasengeld gegeben, ne? Ja. Ist ja richtig so. Lass mal in Sicherheit bringen. Der Bär ist nicht mehr hier. Wir sehen ihn gerade nicht. Meine Fresse, ey. Unser Häuschen am Fluss. Wunderbar. So, jetzt habt ihr beiden schon Schießeisen, ich leider noch nicht, aber ich wollte ja eh der Berserker sein. Stimmt, mit deinem Aussehen. Aber dafür muss ich auch geil skillen. Du bist nass. Don't you say. Hat jemand die Uhr im Blick? Ich hab gar nicht auf die Uhr geguckt. Bezüglich 18. Oh, hier ist auch home, Eisen. Sweet home, da ich falsch gelaufen. Gibt's eigentlich ein Ziel? Kann man das gewinnen? Nee. Das Ziel ist Überleben. Okay. Ja, du hast ja schon so ein paar. Ach so, Ausgaben. Wahrscheinlich werde ich ja nicht nur Nahkampf machen. Also wenn ich eine Waffe benutze, dann ist es die Schrotflinte. Die passt am ehesten zum Nahkampf. Die passt am ehesten zum Berber hier. Okay, man kann nicht gleichzeitig in eine Kiste. Nur mal schon so zur Info. Okay. So, also Kettensäge. So. 9mm Muni. Kann es sein, dass wir erst einen Kochtopf brauchen? Ja. Aha. Wenn du es kochen willst, brauchst du einen Kochtopf. Wenn du es grillen willst, reicht der Grill, der drin ist. Yep. Für den Kochtopf braucht man erstmal eine Schmiede. Ich kann das lernen mit der Schmiede, wenn ihr wollt. Fortgeschrittener Ingenieur und einen Bauplan brauchen wir dafür. Nee, für die Schmiede brauchst du keinen Bauplan. Da musst du nur eins von beiden. Ne? Also es ist immer nicht, du brauchst nicht immer beides, was da ach so, steht. Okay. Sondern eins davon schaltet das frei. Also entweder fortgeschrittener Ingenieur oder Bauplan Schmiede. Ah, okay. Jetzt habe ich hier auf einmal 5 Fertigkeitspunkte. Das siehst du. So, ich lerne mal die Schmiede, ja? Ja.
So, und für die brauche ich, ich lese es euch mal vor, Steine, Lehm, Leder, Klebeband und 3 Eisenrohre. Okay. Hat jemand von euch Klebeband? Leder haben wir, glaube ich. Lehmboden ist einfach. Klebeband. Hat jemand von euch Kleber? Nein. Kann man nämlich Klebeband draus machen. Ja, dafür brauchst du Knochen und Wasser. Trübes Wasser. Kartenleser. Ja, trübes Wasser ist kein Problem. Knochen ist eher ein Problem. Aber sollten eigentlich auch kein Problem sein. Guck mal gerade, dass ich trübes Wasser hier aus dem Fluss hole. Bockstäbe. Aber wie geht denn das? Rechtsklick. Das Wasser in die Hand nehmen und dann rechtsklick. Ah, jetzt. Okay, ich habe 9-mal trübes Wasser. Wie viel Kleber brauchst du denn? Bisschen was kann ich herstellen. Nee, kann ich nicht. Doch, einen kann ich herstellen. Ah, cool. Ja, ich brauche für Klebeband, ich brauche 3-mal Klebeband. Dafür brauche ich insgesamt 3-mal Kleber. Wenn man Kleber... Sag mal. Man kann Kleber über dem Feuer herstellen, dann braucht man wohl 7 Knochen. Man kann Kleber so herstellen. Oder was ist das hier? Was bedeutet dieses Ding? Ja, das heißt über Feuer, das ist korrekt. Nee, das andere. Das Reagenzglas-Ding. Da brauchst du eine Chemiestation. Ja, die haben wir nicht. Ja gut, dann kann ich es doch nicht herstellen. Da gibt es sogar eine Schrotflintenfertigkeit. Doch, man kann es schon herstellen. Wir brauchen nur mehr Knochen wahrscheinlich. Hä? Nein. Du kannst auf 2 Arten bei mir. Steht über dem Feuer oder... Feuer haben wir doch. Wir haben doch Feuer. Ich sag ja nur. Aber Knochen kriegen müsste man doch auch durch die Toten. Die muss man doch dann bestimmt nur mit dem Messer auseinandernehmen. Oder nicht? Nur bei Tieren leider. Aber es bringt auch nichts, solange wir nicht noch mindestens ein Eisenrohr finden. Weil da haben wir nämlich auch nur 2. Es gibt hier bei Fertigkeiten, ne, gibt's Kampfeigenschaften, Donnerbüchse. Ja. Also direkt was für dich. Ja, werde ich dann skillen. Danke. Ey, ihr könnt auch nicht jeden Eingang zumachen. Ich finde hier gar nicht mehr rein. Okay, ich gucke mir das ganze Zeug hier gerade mal an. Alter, ich habe nicht viel Messing gemacht jetzt. Dem weglaufen. Oh. Hallo? Ich bin in der Kiste, deswegen kannst du da nicht rein. Wenn du sie kaputt machst, haben wir auch nichts gewonnen. Kettensäge könnte ich natürlich auch benutzen. Das ist auf jeden Fall nahkampfmäßig. Benzin, ich weiß nicht, was Kettensäge, ob die Benzin braucht oder was die bestimmt braucht. Leute, das Benzin hier ist... Benzin ist einfach, da musst du nur mit der normalen Hacke aufs Auto, auf kaputtes Auto hauen. Leute, das hier ist Reinhold. Und den möchte ich, dass der gepflegt wird. Achso, pass auf. Dann gesellt sich zu Reinhold jetzt hier noch Bärbel. Bärbel, Reinhold? Topfpflanzen meint ihr? Ja, sicher. Hallo Bärbel, hallo Reinhold, alles klar. Hallo. Was haben wir denn da? Pflastersteine. Hier Eisen. Wie funktioniert denn bitte die Motorsäge? Die leer, kann das sein? Ja, wie gesagt, es kann sein, dass die Benzin braucht. Da musst du nur mit deiner normalen Hacke auf dem Auto drauf, ein kaputtes Auto hacken, dann kriegst du Brennstoffkapazität. Ja, aber wo steht denn, wie viel drin ist? Musst du ausrüsten und dann hast du unten rechts die Anzeige, wie viel Munition. 0 von 0, aha. War draußen nicht ein Auto? So, jetzt pass auf, wie war das denn jetzt? Wie kann ich jetzt das hier mit dem Wasser nochmal machen. Womit muss ich das Auto hauen? Einfach mit deiner normalen Arbeitshacke. Mit der Hacke, ja. Der musst du eigentlich alles machen, solange du noch keine Spitzhacke und bessere Axt hast. Oh ja. Oh ja. Gibt's hier Radiation? Oder was ist das da? Wo? Ich habe über meiner Jacke 4,7... Okay. Geht das mit der Zeit dann wieder weg? Wirst du sehen. Das ist Lebensmittelvergiftung. Hast du irgendwas Rohes gegessen oder sowas? Oi, oi, oi. Hallo, gib mir Sprit, du Arsch. Sieht's aus. Sollen wir nochmal looten gehen, damit wir vielleicht die restlichen Sachen für die... 24 Minuten. Was, 24 Minuten? Die Folge. Ach so. Okay. Na dann. Mod mal ab. Okay. Ach so, das stimmt, ist ja bei 20 Minuten. Ja, ja.
Okay, dann. Guck, ich sehe so scheiße aus, ey. Würde ich sagen, alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank für die Runde, Brilli und Zwiebel. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich, das Spiel macht mir sehr viel Spaß. Ich hoffe, euch auch. Bis dann. Ciao. Ja, macht's gut. Tschüss.